Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute sprechen wir über die 8 größten Fehler bei der dritten Säule. Wenn dir das Video gefällt, lass mir gerne ein Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und jetzt geht's los. Fehler Nummer 1 bei der dritten Säule ist zu viel oder zu wenig einzahlen. Dir muss bewusst sein, du kommst an die dritte Säule nur in Ausnahmefällen dran. Deswegen musst du gut überlegen, wie viel zahlst du da jedes Jahr ein. Wenn du zu wenig einzahlst, das heißt vielleicht nur 1.000 Franken oder so, reicht es vielleicht nicht wirklich aus, um dir signifikant eine bessere Rente zu erwirtschaften. Wenn du zu viel einzahlst, das heißt den Maximalbetrag, oder du bist vielleicht selbstständig, dann kannst du noch viel, viel mehr in die dritte Säule einzahlen. Wenn das passiert und du brauchst das Geld, kommst du da nicht so leicht ran. Daher sei dir unbedingt sicher, wenn du einzahlst, dass du auf das Geld bis zur Rente verzichten kannst. Fehler Nummer 2 ist, das Konto nicht richtig aufzulösen. Die dritte Säule ist frühestens 5 Jahre vor Renteneintritt auflösbar. Solltest du die dritte Säule auflösen und du hast einen ziemlich hohen Betrag da drin, dann lohnt sich wahrscheinlich ein gestaffelter Bezug. Bei mir wäre das so, da ich jedes Jahr den Maximalbetrag einzahle. Deswegen habe ich von Anfang an 5 Depots und bespare diese gleichzeitig. Ein früher Bezug der dritten Säule ist nur in Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel bei endgültigem Wegzug aus der Schweiz, bei Kauf vom privat genutzten Wohneigentum, bei Invalidität oder bei Aufnahme einer Selbstständigkeit. Du kannst nämlich das 3A-Vermögen nutzen, um eine Einzelfirma zu gründen. Und diese Einzelfirma kannst du später auch zu einer GmbH oder einer AG aufwerten. Das musst du natürlich für dich entscheiden, was da gut ist. Und da sprich am besten mal mit deinem Steuerberater oder mit deinem Treuhänder drüber. Fehler Nummer 3 ist, nur ein dritte Säule-Konto zu haben. Also wie schon erwähnt, wenn du viel einzahlst, lohnt sich, das aufzuteilen in 5 Konten. Warum nur 5 Konten? Weil du 5 Jahre vor Eintritt in die Rente das beziehen kannst. Daher bringen dir 10, 20 Konten nicht so viel. Und wenn du viel Kapital drin hast, lohnt sich eben ein gestaffelter Bezug. Denn auch die dritte Säule wird progressiv besteuert. Trotz eines speziellen Steuersatzes wird es eben trotzdem progressiv besteuert. Das gilt eben für deine Pensionskasse und auch für deine 3A. Daher, ein gestaffelter Bezug kann sich wirklich lohnen und du kannst einige tausend Franken sparen. Fehler Nummer 4 ist, die Steuerersparnis falsch einzuschätzen. Denn je nach Kanton gibt es eine andere Steuerersparnis. Das musst du dir mal genau angucken, wie das da so ist. Aber wegen der dritten Säule umziehen, ich weiß nicht, ob sich das unbedingt lohnt oder ob man das möchte. Aber du kannst die dritte Säule vollumfänglich von der Einkommenssteuer absetzen. Und bei Bezug hast du eben einen speziellen Steuersatz, der etwas reduzierter ist und am besten noch gestaffelt. Fehler Nummer 5, ganz ausschlaggebend ist, Zinssätze nicht zu vergleichen. Jetzt kommt es nämlich, denn gerade bei gewissen Banken herrscht ein sehr hoher Verwaltungsaufwand für diese dritte Säule und du zahlst ziemlich hohe Zinsen. Daher unbedingt vergleichen, denn das kostet dich im übelsten Fall tausende Franken auf die Jahre. Ich bin bei der WIAG, da zahle ich 0,44% Verwaltungsgebühr, also viel günstiger geht es nicht. Es gibt noch eine Alternative, die heißt Frankly. Da sind es ungefähr gleich viel Verwaltungskosten. Ihr könnt es mal abchecken, wenn ihr möchtet. Bei WIAG bekommt ihr 500 Franken lebenslang kostenlos verwaltet, wenn ihr meine Bonuscodes nutzt. Und bei Frankly bekommt ihr 50 Franken kostenlos verwaltet. Alles unten in der Infobox verlinkt. Fehler Nummer 6 ist, die Vorsorgefonds nicht zu vergleichen. Denn grundsätzlich sind Fonds teurer als zum Beispiel ETFs oder so, da ja ein Manager dahinter steckt und ein Team und die wollen ja auch bezahlt werden. Daher vergleicht das unbedingt, was kostet das, Ausgabeaufschlag und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen den TER vergleichen, das ist die Gesamtkostenquote, denn da gibt es enorme Unterschiede je nach Anbieter. Es gibt übrigens so viele dritte Säulenanbieter, also das ist unfassbar. Ich habe das mal jetzt geguckt in der Recherche hier für das Video. Und ich sehe da gar nicht mehr durch. Und da sind wir nämlich beim nächsten Fehler. Und das wäre, eine dritte Säule von irgendeinem Versicherer zu benutzen oder nehmen oder die aufquatschen zu lassen. Denn sehr viele Versicherer versuchen, die dritte Säule mit irgendwelchen Lebensversicherungen zu koppeln oder irgendwelchen anderen Produkten. Und vergiss nicht, dafür zahlst du sehr hohe Provisionen. In unserer Gruppe Auswandern Schweiz
Da komm gerne rein. Da kannst du auch solche Fragen stellen. Zum Beispiel, die ist auch unten in der Infobox verlinkt. Die größte Community für Auswanderer, die in die Schweiz kommen wollen. Und eine super coole Truppe. Da haben wir hart durchgegriffen übrigens. Ja, wir haben ganz viele Versicherungsvertreter entfernt, die sowas verkaufen wollten. Und mir wurden zum Beispiel Provisionen angeboten von 500 bis 1000 Euro pro Vermittlung. Das kann ich dir hier mal einblenden. Darauf verzichte ich sehr gerne, kann ich dir nur sagen, weil diese Provisionen bezahlst du am Ende. Sollte es nämlich sein, dass du so eine Kombinationsversicherung vorzeitig beziehen willst, weil du ja selbstständig wirst oder was auch immer oder die Schweiz verlässt, da kann es dann eben zu hohen Kosten kommen. Sei da wirklich vorsichtig und check das Produkt lieber fünfmal ab. Und der letzte Fehler, den du machen kannst, ist, die Märkte falsch einzuschätzen. Je nach dritte Säule-Anbieter kannst du zum Beispiel in einen großen Teil in Aktien investieren. Also das habe ich zum Beispiel aktuell, sind 97% Aktien oder andere Anlagen, die eben nicht so stark schwanken. Sei dir bewusst, du kommst ja bis zur Rente nicht ran, aber wenn du jetzt vielleicht Mitte 50 bist oder so und noch eine dritte Säule machen möchtest, was ich nicht so empfehlen würde eher, also dann lieber das Geld so beiseite lassen. Und solltest du jetzt kurz vor Renteneintritt sein und der Markt ist gerade stabil, dann würde ich zum Beispiel das Kapital umschichten in eine Anlageklasse, die weniger schwankt und die dein Kapital stabil hält, dass du es eben auch sicher beziehen kannst, wenn du zur Rente eintrittst. Denn stell dir mal vor, wie jetzt zum Beispiel der Markt bricht ein und dein gesamtes 3A-Geld geht in den Keller und jetzt bist du minus 50.000, minus 100.000 Franken kurz vor der Rente, dann machst du natürlich hohen Verlust und das wäre eben ja doof gelaufen dann. Daher unbedingt gucken, die Märkte ein bisschen im Auge behalten, wenn es zur Rente zugeht. Leg das auf mindestens 10 Jahre fest, so eine Dekade. Und ich denke, dann wird es gut klappen. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.